ein Hallo in die Runde hier aus einer Tatra. Eine Woche war das. Am Sonntag das große Schneegestöber, dann ging es in den Keller mit den Temperaturen. Wenn man Fernsehen geschaut hat, wen hat man gesehen? Halle, Leipzig, Dresden, Magdeburg. Überall hatten die Straßenbahnen echte Probleme. Teilweise sind sie heute noch nicht mal richtig unterwegs. Nur Gera. Gera hat gefehlt. Und das war eigentlich mal positiv, dass wir gefehlt haben. Und deswegen habe ich mich heute mal verabredet mit dem Ralf Roscher, Betriebsleiter unserer GVB. Wie habt ihr das gemacht, dass wir nicht am Montag überregional in den Nachrichten waren? Also wir haben seit Sonntag regelmäßig aus dem Fenster geschaut, haben auch die Wetterberichtprognosen verfolgt und uns gegenseitig im Stadtgebiet, wo die einzelnen Mitarbeiter wohnten, angerufen. Und wir haben uns immer gegenseitig abgefragt, schneit's bei dir, wie sieht's aus, wie sieht die Wetterlage aus? Und haben uns, ich sag mal so, durch die ganze Nacht gekämpft. Eigentlich so alle zwei Stunden angerufen, Wecker gestellt, aus dem Fenster geschaut. Und dann waren wir der Meinung, also um eins geht's los. Ja, ich denke mal, das haben die anderen auch gemacht. Aber was habt ihr dann gemacht, dass ihr, naja, ich sag mal, wenigstens einen Verkehr aufrechterhalten konntet? Also der nächste Schritt war dann, dass wir weitere Kollegen angerufen haben, die dann in den Betriebshof gekommen sind, wir dann die Aufgaben verteilt haben und dann das erste hier die 301, also diesen Tatra mit dem Schneeflugstart klar gemacht haben und wir sind dann losgefahren und haben dann das ganze Netz erstmal vom Grund her beräumt und danach haben wir gleich weitere Kollegen mit anderen Straßenbahnzügen nachgeschickt, die dann, sagen wir mal, das grob Beräumte weiter freigefahren haben. Also es war ja dann wichtig, wenn man einmal grob beräumt hat, dass man dann auch weiter gefahren ist, dass sich, ich sag mal, der Schnee nicht wieder festsetzt und nicht wieder, ich sag mal, die Rillen und die Weichen zusetzt. Jetzt haben wir ja auch noch Busse gehabt. Soweit ich weiß, zwei Linien habt ihr am Montag bedient. Das war das Krankenhaus, weil es ja wichtig war. Und ein Globus oben. Habt ihr das nun selber freigeschoben oder hat da der Straßendienst eine Vorleistung gebracht? Also die Busse sind dann erst am Nachmittag gefahren. Also in den Früh- und in den Mittagsstunden war wirklich kein Verkehr auf den Straßen, auch mit den Bussen möglich. Ich sag mal, da wären wir selbst zum Verkehrshindernis gekommen, weil wir an Bergen, gerade zum Krankenhaus, da regelmäßig dann auch liegen bleiben, wenn nicht sofort richtig der Winterdienst vor Ort ist. Aber das hat sich dann normalisiert, also diese Hauptstraßen, und wir sind dann auf der Linie 26 in Richtung Globus und auf der Linie 17 in Richtung Klinikum gefahren, von der Heinrichstraße aus. Ich sag mal, dann kam ja die große Kälte. Minusgrade ist für eine Straßenbahn da eigentlich gar nicht so gut. Weichen könnten einfrieren und die Oberleitung. Wie habt ihr das Problem gelöst? Na, mit der Fahrleitung haben wir ja den Schleifwagen. Das ist auch ein Tatra, den wir umgebaut haben. Der kann die Schienen schleifen und hat im Winter, wir sagen, einen Schmierbügel aufgebaut. Und statt eines normalen einer normalen Schleifleiste hat dieser Schmierbügel eine Rolle und diese Rolle besteht außenrum aus Filz und die wird mit Glyzantin getränkt und dieses Glyzantin wird dann auf die Fahrleitung mit dieser Rolle aufgebracht und das bildet dann so einen Mantel, das dann niedergeschlagene Feuchtigkeit, die dann dort festfrieren würde, das verhindert dann diese Glyzantinschicht. Und wie habt ihr das mit den Weichen gemacht? Die Weichen haben eine Weichenheizung, also das sind so Heizstäbe, die elektrisch angeschlossen sind an den Fahrstrom der Fahrleitung. Und ich sag mal, das sieht man dann immer, dass dann der Schnee dort ringsrum um die Schiene schmilzt. Also die Weichenheizung tut dann den Schnee schmelzen und das Wasser läuft dann ab. Das hast du uns erklärt, wie wir es hier in Gera gemacht haben. Mir ist trotzdem noch unklar, warum haben das die Magdeburger nicht geschafft, die Dresdner und die Hallenser nicht geschafft? Ja, das können jetzt nur Mutmaßungen sein. Entweder ist das Netz vielleicht auch größer. Wir haben vielleicht einen besseren Überblick über unser kleines Netz. Also man muss ja bestimmte Technik
für eine bestimmte Netzgröße vorhalten. Wir haben vielleicht gerade das glückliche Verhältnis, dass ein Schneepflug für unsere 20 Kilometer ausreicht. Aber wenn man dann ein Netz von 100 Kilometern hat, es hat keiner 5 Schneepflüge. Das wäre eine Mutmaßung. Die andere, ich glaube schon, die Leipziger und die Magdeburger haben auch viele Weichen im Straßenbereich, wo auch viele PKWs immer wieder diese Weichen immer wieder zufahren und den Schnee reindrücken. Und wenn da die Weichenheizung, die kann dann auch an ihre Grenzen kommen in solchen Situationen. Der Schneepflug, ist das jetzt Eigenbau oder habt ihr den irgendwo serienmäßig gekauft? Weil ich habe gesehen, ich glaube, in Dresden oder Magdeburg war es, da hatten die den Schneepflug direkt an der Tatra dran. Nee, wir haben den Schneepflug seit Anfang, glaube ich, der 80er Jahre. Das ist ein Eigenbau, das war ein alter Lowa-Beiwagen. Und da haben unsere Vorgänger in den Anfang der 80er Jahre dort ein erstes Schiebeschild montiert. Und so sind wir bis vor 10 Jahren auch noch haben wir das Schiebeschild so betrieben. Und vor 10 Jahren haben wir den ganzen Schneepflug modernisiert und haben auch das Schiebeschild nochmal umgebaut und angepasst. Das ist jetzt sehr multifunktional, also das lässt sich in der Höhe vorstellen, das lässt sich in der Breite zum Beispiel als Spitze oder als V stellen. Ja, und das hat sich eigentlich sehr gut bewährt. Und das wird alles jetzt hier aus der Tatra dann bedient? Da muss keiner draußen hin oder was? Das geht alles jetzt von der Tatra aus? Genau, da haben wir ein zusätzliches Pult hier in die 301 eingebaut. Die 301 haben wir, ich sag mal, wir sagen als Winterdienstfahrzeug im Bestand, wollen das auch in der Kombination mit dem Schneepflug so weiter betreiben in der Zukunft. Jetzt habe ich heute auf der Linie Zwölzen unterm Haus, habe ich gesehen, fahren auch Einzel-Tatra-Züge, also nicht jetzt gekoppelt. Warum habt ihr das jetzt so gemacht? Da fahren doch normalerweise nur die neuen Bahnen. Ja, wir haben uns zurzeit eine größere Reserve geschaffen. Und diese Reserve gewinnen wir, dass wir die doppelten Tatra-Züge auseinanderhängen. Also wir haben jetzt immer mal mit so ein paar Themen im Winter noch zu kämpfen, aufgrund der Kälte, aufgrund der Witterung, dass ein Fahrzeug schneller mal aussteigt als unter normalen Bedingungen. Und um das gleich zu ersetzen, haben wir halt unsere Reserve erhöht, indem wir die Tatra-Züge auseinandergehängt haben. Wenn man so die sozialen Netzwerke schaut, also ihr habt ja richtig viele Fans hier in Gera, sind nun die alten Tatra-Bahnen besser wie die neuen Bahnen oder kann man das überhaupt nicht miteinander vergleichen? Weil man sagt oft, na Gott sei Dank, dass Gera noch die alten Tatra-Züge hat, da funktioniert es wenigstens. Ja, vielleicht kann man das so sagen, man kann sich vielleicht auf die bewährte alte Technik vielleicht ein bisschen ausruhen, dass wir uns auch darauf verlassen haben. Wenn wir jetzt nur neue, moderne Fahrzeuge gehabt hätten, dann hätten wir vielleicht nicht um eins mit dem Beräumen anfangen müssen, sondern vielleicht schon eine Stunde oder eine anderthalb Stunde eher. Wir hätten einfach die Strategie geändert und die neuen Fahrzeuge wären trotzdem gefahren. Ich sag mal, ich danke dir jetzt für das Gespräch. Sag bitte allen Bahnfahrern, allen Straßenbahnfahrern, allen Busfahrern Dankeschön im Namen der Gerschen, weil können ja nicht alle persönlich kommen. Es war zumindest schön, mal montags und dienstags nicht überregional in den Fernsehen aufgetaucht zu sein. Es hat mich gefreut. Dankeschön. Ja, bitte. Wenn ich die Chance schon mal habe, da schaue ich mich natürlich in unserer Bahn hier um und sehe hier einen riesen Besen. Was habt ihr denn so einen riesen Besen? Ja, das haben wir auf jeder Straßenbahn. Das ist nochmal so ein Thema, was uns vielleicht von dem einen oder anderen Verkehrsbetrieb nochmal unterscheidet. Bei uns hat jeder Fahrer nochmal die Möglichkeit, wenn zum Beispiel etwas in der Weiche steckt oder jetzt zum Beispiel bei den Witterungsbedingungen sich Schnee festgesetzt hat in der Weiche, der so schnell nicht von der Weichenheizung weggetaut werden kann, haben wir hier so ein sogenanntes Weichenbesteck in jedem Fahrzeug. Das besteht aus einem Besen. Da kann man lose Sachen aus der Weichenrille rauskehren und daneben hängt so ein
überdimensionales Operationsbesteck, kann man so fast sagen. Das ist so ein Haken, da kann man auch in Ecken, also die Weiche besteht, also das Weichenbett, wo die Zunge sich bewegt, das hat so ein paar Ecken und Kanten und so ein paar versteckte Bereiche. Da kann man auch, ich sag mal, mit ein bisschen Geschick das ein oder andere Teil, was sich dort verklemmt hat, rausholen. Und somit hat bei uns jeder Fahrer vor einer Weiche, die sich jetzt nicht richtig stellen lässt, noch selbst die Möglichkeit, bevor andere Hilfe kommt, sich da selbst zu helfen. Und das rettet uns manchmal, und das spart manchmal über eine halbe Stunde ein, bevor fremde Hilfe kommt. Bevor ich das jetzt ausstrahle, habt ihr euch das patentieren lassen? Nicht, dass jetzt die Dresdner und die Leipziger draufkommt, Mensch. Nee, das haben wir uns nicht patentieren lassen. Wir sind ein bisschen praktisch veranlagt. Wir suchen immer nach Möglichkeiten, wie können wir uns selbst helfen? Wie können wir die Beeinträchtigungen, wenn wir eine Störung haben, wie können wir die so schnell wie möglich beheben und viel auch selbst machen, ohne auf andere angewiesen zu sein. Seht ihr? Gersche eben. Tschüss.